Hallo, herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Ich möchte euch heute ein schönes Rezeptvideo zeigen, aber eigentlich ist es kein Rezept, sondern eher eine Anleitung, denn Muttertag steht ja bald vor der Tür und meine Mama liebt Blumen über alles. Deswegen habe ich mir gedacht, backe ich ihr heute etwas Blumiges. Ich habe vor kurzem schon mal diese Hyazinthen-Cupcakes gemacht und möchte heute jetzt zeigen, wie man aus Cupcakes so einen schönen Blumenstrauß machen kann. Also praktisch einen Blumenstrauß, den man später wieder aufessen kann. Meine Mama kriegt immer ganz viele Blumen geschenkt, aber ich finde es immer ganz schlimm, wenn man Blumen hat, die man abschneiden muss. Ich meine, wir haben auch ab und zu welche im Hintergrund stehen, auch fürs Video, weil es immer hübsch aussieht. Aber ich finde es immer schöner, wenn man Blumen aus dem Topf nimmt oder so wie heute eben, Blumen, die man essen kann. Und ich habe jetzt bereits schon ein paar Cupcakes vorgebacken. Das sind meine Buttermilch-Cupcakes. Das Rezept dazu gibt es in meinem Video mit den Hyazinthen-Cupcakes. Und ich habe auch schon meine Buttercreme vorbereitet. Da bekommt ihr auch das Rezept in dem anderen Video. Und jetzt braucht ihr einfach noch aus einem Bastelladen ein paar Tools, ein paar Werkzeuge. Und zwar habe ich jetzt hier bereits ein bisschen was gerichtet. Murat war Einkaufer. Und zwar habe ich jetzt hier verschiedene Vasen. Die sind auch verschieden groß. Und es war ziemlich schwer, mich jetzt heute für eine zu entscheiden. Und dafür braucht ihr noch so einen Styroporball und der muss halt von der Größe her passen. Also ich habe jetzt den, ich habe auch noch eine größere und ich habe mich jetzt heute für die Vase entschieden. Und der Styroporball muss halt reinpassen. Der ist jetzt ein bisschen zu klein, aber ich helfe da gleich mit bisschen Reis nach. Also der Ball muss dann praktisch so zur Hälfte rausstehen. Denn das wird dann praktisch das Grundgerüst und da können wir dann die Cupcakes drumherum stecken. Das mache ich gleich, die räume ich jetzt gleich weg. Dann brauche ich noch ein bisschen Reis, wie gesagt, das fülle ich dann unten rein, damit der Ball einfach ein bisschen hoch steht. Hier brauche ich noch ein paar Zahnstocher. Ich habe gedacht, du läufst nicht mit der Kamera mit. Und hier noch ein bisschen Lebensmittelfarbe, rot-rosa und etwas Transparentpapier. Das brauchen wir jetzt alles. Ja, ich würde jetzt sagen, ich starte jetzt einfach direkt und bereite jetzt schon mal hier die Vase vor. Ein bisschen Platz machen. Ich habe hier übrigens noch im Spritzbeutel etwas Buttercreme mit der Spritzhülle, mit der ich auch die Hyazinthen gespritzt habe. Denn die mache ich hier auch nochmal mit rein. Und jetzt ist das Ganze leer und ausgewaschen und ich mache da jetzt den Reis rein. Und später, wenn meine Mama die Cupcakes dann aufgegessen hat, kann sie den Reis einfach benutzen und kann türkischen Reis damit machen. Ganz einfach. Deswegen haben wir es ausgewaschen. Und das stecke ich jetzt hier einfach rein. Und ihr seht, der Ball guckt jetzt so zur Hälfte raus. Und jetzt habe ich hier die Zahnstocher und brauche jetzt pro Cupcake immer zwei Zahnstocher. Jetzt fange ich mal hier an und stecke das hier rein. Hat es einfach einen besseren Halt. Und dann nehme ich jetzt ein schöneres Cupcake, noch ein bisschen tiefer rein und stecke da den Cupcake jetzt erstmal rein. So. Und das muss ich jetzt rundherum machen. Also ihr müsst halt selber bei eurer Form abschätzen, wie viele Cupcakes da jetzt aus rumpassen. Was ich jetzt hier sehe, ist dieser Übergang. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich setze es einfach so an. Dann kann ich das, glaube ich, ein bisschen umgehen. Und das muss man auf jeden Fall so machen, dass man erst die Muffins draufsteckt und dann eben bespritzt, weil ansonsten würde er ja ständig an den Muffin drankommen. Und den dann zerstöre. Hier nehme ich jetzt noch einen Zahnstocher hier oben. So. Jetzt habe ich die erste Reihe fertig und jetzt muss ich hier oben noch füllen. Ich lege mir das jetzt erstmal drauf. Ich denke, da passen jetzt noch so drei drauf, genau. Und wenn jetzt hier Zwischenräume sind, ist das gar nicht schlimm. Die füllen wir nämlich später dann mit dem Transparentpapier. Und da mache ich es jetzt aber so, da lasse ich die Zahnstocher ein bisschen höher und stecke die Muffins auch nicht ganz drauf, sodass es eben schön rund gleich aussieht. Jetzt habe ich das Grundgerüst fertig. Man kann es vielleicht schon erahnen. Und jetzt lasse ich das einfach kurz stehen. Wobei ich ja schon
hier die eine Creme fertig habe mit den Hyazinthen und die bespritze ich jetzt einfach. Da nehme ich mir jetzt einfach ein paar und mache das hier kurz. Also bei denen ist es so, ich habe vorne so eine Tülle, sieht aus wie so eine Sterntülle, nur ist sie eben nach innen geschlossen. Und jetzt spritze ich hier einfach die Blüten drauf. Da ist es auch wichtig, dass die Buttercreme nicht zu weich ist, denn sonst läuft euch das hier gleich runter. Und jetzt nehme ich einfach irgendwo noch einen Cupcake und mache so etwa 3 bis 4 Stück. Und jetzt kann ich das ganz kurz zur Seite stellen und nehme jetzt hier meine weiße Buttercreme und färbe die eine jetzt rot und die andere rosa. Hattest du nicht rot und rosa gesagt? Warum nimmst du jetzt gelb? Ja, also ich bin nicht farbenblind oder du auch nicht, sondern ich habe mich jetzt einfach umentschieden, weil das Gelb wahrscheinlich besser aussieht. Sieht irgendwie ein bisschen sommerlicher aus. Deswegen nehmen wir mal jetzt ein bisschen Gelb. Sind wir dann auch ihre eigenen Farben dabei? Aber so nicht. Aber das sind Acrylfarben, die kannst du nicht benutzen. So, das stellen wir jetzt ganz kurz in den Kühlschrank. Also ich habe auch schon das Rot im Kühlschrank. Murat? Vielen Dank. Und ich kann jetzt hier schon mal meine Spritzbeutel vorbereiten. Und zwar nehme ich wieder Einwegspritzbeutel und diesmal nehme ich jetzt fürs Rot die Sterntülle. Das ist eine ganz große, die hat 14 mm im Durchmesser. Und ich nehme so eine Rosentülle ist das. Und zwar ist die am einen Ende spitz und am anderen eher rund. Und die zwei nehme ich jetzt und mache noch verschiedene Blumenformen. Jetzt beginne ich zuerst mit der Rosentülle, also mit den Rosen, die ich gleich spritze. Das sind die einfachsten Blüten, die man spritzen kann, denn man muss wirklich nur so im Kreis spritzen. Ich weiß, ich habe wieder einfach gesagt. So, oben zuzwirbeln. Und jetzt einfach irgendwo beginnen, in der Mitte und bis zum Rand spritzen und dann aufhören. Da mache ich jetzt auch so ein paar. Die restlichen 3 hebe ich mir jetzt auf für die gelbe Creme. Und hier starte ich jetzt oben. Und zwar halte ich jetzt die Tülle immer so, dass oben die Spitze und unten die Rundung ist. Und da startet man jetzt außen. Und wir spritzen jetzt einzelne Blütenblätter ringsherum. Ich stelle jetzt die Cupcakes mit der Vase zusammen für etwa 5 Minuten in den Kühlschrank, damit die Creme fest wird. Denn dann kann ich sie erst fertig machen. Ansonsten würde ich jetzt die Blüten alle wieder zerstören beim Ausfüllen mit dem Transparentpapier. Das mache ich jetzt kurz, räume hier auch noch schnell auf und dann sehen wir uns gleich wieder beim Fertigstellen.
Meine Cupcakes sind jetzt schön kalt und ihr müsst da echt schnell arbeiten. Vor allem bei uns ist jetzt auch gerade viel Sonne, meine Wohnung ist ziemlich warm. Und je länger ihr die draußen habt, umso schneller gehen sie kaputt. Jetzt machen wir hier noch die hässlichen Löcher weg. Und zwar mit dem Transparentpapier, das habe ich mir jetzt schon zurechtgeschnitten. Ich habe es nicht abgemessen, aber vielleicht so 10 auf 10. Und jetzt nehmt ihr das einfach in die Hand und stülpt es so über euren Finger. Und dann könnt ihr das hier reinstecken. Ich mache ein bisschen hellgrün, ein bisschen dunkelgrün. Das ist so ein ganz normales Transparentpapier. Das hast du geholt, gell? Ja. Warum? Ich hab's doch richtig geholt. Ja. Ich wollte nur sagen, dass du es geholt hast. Aus dem Bastelladen. Genau. Und so kann man eben diese Löcher stopfen. Und jetzt zum Schluss setze ich einfach noch ein paar Schmetterlinge drauf. Das muss man natürlich nicht machen, aber ich denke, das gibt dem Ganzen noch so den letzten Schliff. Das sieht echt aus wie ein Kunstwerk. Ja, ist es ja auch, oder? Meinst du, deine Mutter freut sich drüber? Natürlich freut sie sich. Meine Mama liebt Blumen. Und sowas hat sie wahrscheinlich noch nie gesehen. Was heißt wahrscheinlich, die hat sowas noch nie gesehen. Beim Transport müsst ihr halt aufpassen, dass der Transport wirklich nicht zu lange geht, dass die eben nicht schmelzen, oder ihr nehmt halt Kühlelemente mit, oder ihr müsst halt auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht an die Blume drankommt, denn die sind ja trotzdem empfindlich. So, ich mache jetzt aber nicht zu viele, weil ich finde, es wird sonst ein bisschen zu voll. Eine nehmen wir jetzt noch. So. Wow, ich finde das eine tolle Idee, wirklich. Ja. Und wenn ihr das nachmachen wollt, müsst ihr euch einfach ein paar Muffins schnappen, ein bisschen Buttercreme, einen Spritzbeutel, eine Vase und eine Styroporkugel, und dann könnt ihr das nachmachen. Natürlich ist es ein bisschen kniffig, also ich würde es jetzt nicht als einfach bezeichnen, weil ihr müsst halt die Muffins gut befestigen, ihr müsst die Buttercreme schön kalt haben oder ziemlich kühl und das eben auch relativ schnell machen und zügig machen. Aber ich denke, ja, mit ein bisschen Übung klappt das auf jeden Fall. Und ihr könnt die Rezepte gerne nachlesen auf sallys-blog.de. Da stelle ich nämlich das Muffins-Rezept ein und die Buttercreme, wobei ich das ja schon bei meinen Hyazinthen-Cupcakes mit drin habe. Und ich denke, das ist eine coole Idee. Meine Mama freut sich jetzt und ich schenke ihr das dann zum... Also heute ist nicht Muttertag bei uns, aber ich schenke ihr das jetzt einfach so, weil ich liebe meine Mama jeden Tag. Oh! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was hat das denn alles gekostet jetzt, wenn du überlegst? Stimmt, also, ja, was wird es gekostet haben? Also, der Topf hat, das weiß ich, der hat, glaube ich, 4 Euro gekostet. Aber ich meine, so einen Topf hat man vielleicht auch daheim. Okay. Die Styroporkugel? 1,30 €. Also sind wir bei dem Geschenk wirklich unter 10 Euro. Definitiv. Boah. Weil wir haben ja hier nicht 12 Muffins, wir haben ja weniger, und die Buttercreme ist auch nicht teuer, die Lebensmittelfarben sind nicht teuer. Auf jeden Fall ist es ein Geschenk für unter 10 Euro. Finde ich, kann man echt gut verschenken. Ja. Gell? Und außerdem ist es selbst gemacht mit viel Liebe und schmeckt auch gut. Und es ist kein Staubfänger, denn die Muffins sind ja danach direkt verputzt. Finde ich immer cool. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.